Die Stimmung beim Impfgipfel war zwischenzeitlich wohl im Keller. Was mache ich eigentlich hier? Das hätte ich mir auch sparen können. Aussagen, die offenbar so von den Teilnehmern gefallen sind. Längliche Vorträge ohne verbindliche Zusagen, so das Fazit vieler. Eine wichtige Botschaft gibt es aber. Selbst wenn keine neuen Impfstoffe mehr zugelassen werden, kann die Regierung ihr Versprechen halten. Dass wir bis Ende des dritten Quartals, also bis Ende des Sommers, den Menschen, jedem Bürger ein Impfangebot machen. Das ist eine lange Zeitstrecke. Und ich glaube, wir haben heute da auch ein Stück Realismus reinbringen können, weil Wunder werden da jetzt nicht passieren. Denn schneller produzieren geht laut Merkel erstmal nicht, weil Europa schlicht keine weiteren Impffabriken mehr hat und neue aufzubauen dauert viele Monate. Auch mit Geld könne man das nicht lösen, sollen die Hersteller mitgeteilt haben. Für das laufende Quartal sind daher nur gut 18 Millionen Impfdosen vorgesehen. Danach sollen es im zweiten Quartal schon über 77 Millionen sein. In Quartal 3 kann Deutschland mit mehr als 126 Millionen Dosen rechnen und im Winter sollen weitere 100 Millionen folgen. Das Problem, die Hersteller können nicht genau sagen, an welchen Tagen der Quartale sie wie viel liefern können. Nur so können aber sicher Impftermine gemacht werden. Die Länder wollen deshalb jetzt Impfpläne modellieren, die verschiedene Lieferszenarien abfedern, um möglichst keine Impftermine mehr absagen zu müssen. Wir haben uns jetzt heute sozusagen vorgenommen, so viel und so schnell wie möglich an Impfstoff mit den Partnern zu akquirieren, wollen aber auch die Klarheit darüber haben, dass es nicht über Nacht gehen kann und dass es auch keine Garantie gibt. Die Unternehmen haben Zusagen für die Quartale gemacht, aber eben keine hundertprozentigen Garantien. Den Vorwurf, die EU habe zu spät und falsch bestellt, weist Merkel zurück. Man habe bewusst keine Notzulassungen gemacht, um nur sichere Impfstoffe zuzulassen. Zudem müssen die Hersteller in Europa für ihre Impfstoffe auch haften, anders als etwa in den USA. Die Verhandlungen darüber haben gedauert. Und das ist eine Entscheidung, bei der ich die Europäische Kommission unterstütze, dass man um diese Haftungsfragen lange auch gerungen hat. Denn wenn etwas passieren würde, dann würde das in jedenfalls bei uns in Deutschland oder aber auch in vielen europäischen Ländern eine sehr große Bedeutung haben. Durchhalten, im Frühling wird es besser, beschleunigen können wir es aber nicht. Das ist die Kernbotschaft des Impfgipfels. Nicht wirklich viel Neues also, aber immerhin wissen jetzt alle, wo sie stehen.